Ja, hallo, wir begrüßen euch zu unserem 31. Goldwing-Treffen in Ketsch. Wir haben gefeiert vom 29.06. bis zum 3. Juli. Hatten mal wieder ein hervorragendes Wetter. Es waren ca. 200 Maschinen auf dem Platz, leider ein bisschen wenig. Was wir vielleicht auch gerne hätten, wären, dass die Abendaktivitäten, wir feiern immer ohne ein bisschen im Zelt, wäre vielleicht auch mal schön, dass das mal die Bevölkerung ein bisschen besucht, das Ganze. Ja, Roland? Ja, am Freitag hatten wir eine Ausfahrt nach Mannheim rein, eine sogenannte Lichterfahrt, die ein bisschen im Helle angefangen hat, mit Polizeibegleitung. Und haben Glück gehabt mit dem Wetter, es war sehr schön. Trocken ist es geblieben, ja, und ja, die Ausfahrt hat einen guten Ablauf gehabt. Achtung, Achtung! Buch nicht zu Ende lesen können. Aber laut lesen. Männer können trinken ohne Dürste. Mein Name ist Tom, komme aus Bochum, bin hier in Ketsch auf dem Golfing-Treffen. Bin ich eigentlich jedes Jahr zusammen mit Dieter, der steht da gerade hinter uns. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir machen mal so einen kleinen Spaß, mache ich mal das Skelett da hinten drauf. Auf die Idee bin ich gekommen mit meinem Arbeitskollegen, der ist ein Taucher. So, und die haben oben bei uns im Sauerland haben die einen Wohnwagen versenkt. Und da habe ich mir gedacht, oh Kollege, den kannst du eh nicht leiden, den machst du mal so richtigen Scherz. Dann habe ich mir so ein Skelett besorgt und habe das da im See auf dem Wohnwagen versenkt. Dann sind die dann irgendwann da drauf, dann mal da runtergetaucht und haben das da oben gesehen. Und das war so ein Heidenspaß, die haben sich so geärgert, da habe ich gesagt, den machst du jetzt da hinten drauf und baust dann so eine Wasserpumpe ein. Ja, und so sind wir jetzt, wie gesagt, hier auf den Golfing-Treffen die ganze Zeit zugange. Alle Leute, die hierher gehen, komm mal her, kannst du das lesen? Die kommen natürlich, gucken ganz fasziniert auf das Schild und ja, den Effekt haben wir ja gesehen. Das ist eigentlich so die Kurzgeschichte zu diesem Skelett, ja. Jetzt ganz gerade, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Genau. Ich heiße Dieter, komme aus Reilingen, das liegt bei Hockenheim, falls mir das keiner weiß. Also, dieses Motorrad habe ich 2000 habe ich die gekauft. Habe noch ein paar Mäckelchen investiert, dass die so schön aussieht. Ne? Na, ich muss so schwätzen. Und mit der Zeit ist es immer schöner geworden. Gell? Und das macht mir Freude, das macht Spaß, so Maschinen zu fahren. Zwei Zimmer, Küche, Bad, das gehört dazu. Ne? Jetzt gehen wir weiter. Ja, das sind die Bärchen, das nennt man meistens, jeder hat einen Bär drauf oder einen Aff oder irgendwas hat er drauf. Ne? Und ich habe gesagt, als Glücksbringer kaufst du dir einen Bär. Habe ich ja auch gemacht und das war der erste. Da ich leider nicht so gut fahren kann, nicht so gut sehe, habe ich gedacht, weißt du was, kaufst du lieber mehr Bärchen. Ne? Weil so viel Glück kann ein Mensch gar nicht haben. Ja, und das hat sich dann da so leider weitergebildet. Ja, was soll ich schon noch sagen? Ja, das sind dann meine erste Sammlung. Das ist meine erste Sammlung. Das sind die Kinder davon. Und hier sind die Eltern. Dann habe ich mir mittlerweile einen Anhänger zugelegt, gell? Da man ja ein bisschen Luxus haben will und ein bisschen alles größer im Format haben will, habe ich mir dann, wie gesagt, diesen Anhänger gekauft. Und das Reserverad hat da oben so rumgehangen, das war mir zu langweilig, hat auch nicht so schön ausgesehen. Und da habe ich mit der Bärensammlung weitergemacht, weil ich ja ein bisschen Glück haben will. Man weiß ja nie. Und so hat jeder ja noch ein paar Fahne, dass man mal weiß, dass man ein Deutsch ist. Das die Fahne ist, weil das eine amerikanische Maschine ist. Und hier sind wir ja, wie gesagt, in Europa. Und hier ist Dasdorf am Berg, das nächste Treffen, wo wir anfahren. Da müsst ihr hin. Und da ist leider wieder eine Deutschlandfahne, weil wir ja Deutsche sind.
Da der Winger leider ein bisschen Luxus haben will, habe ich mir den großen O-Hänger gekauft. Ja, es ist leider ein bisschen Unordnung drin, weil ja alles da steht. Ja, da kommt da das Zelt rein, da kommen die Koffer rein, Kaffee, Geschirr, was man halt so braucht. Auch wenn es auch mal für kalte Tage ist, muss man doch eine Wärmflasche dabei haben. Ne? Und ja, und der Hammer, das ist ein wichtiges Werkzeug für die Hering, weil hier Knochen hart ist und trockenbar. Ja, man hat ein Öfchen dabei, man will ja ein bisschen frischen Kaffee haben. Man hat eine Toilette dabei, man hat einen Grill dabei zum Beispiel, Marke Eigenbau. Das ist leider nur ein Werkzeugkoffer, aber ein sehr gut gebauter Grill. Man hat ja Hunger. Ne? Und da sind die Eierkohle drin, 15 Stück, mir passen in den Grill nicht neu. Ne? So, da ist mein Öfchen. Ja, mal Wärmflasche hatten wir, da ist ein Feldbett, man weiß ja nie, was nachts noch in das Zelt rein will. Ne? Da muss man doch mal ein Bett zur Verfügung haben. Ja, und da geht doch 600 Liter rein und das ist ein Haufen Holz. Und das zieht mein Mädchen mit dem linken Arschbacken. Das ist der Besenmist. Ja, das hat schon sein Bewandtnis. Warte mal, die Wärmflasche, gib mir her. Ne? Ich hole dann, der stellt sich jetzt dabei. Ne? Hast du? Ablick. Ja, diese Wärmflasche ist was Besonderes. Der Tommy und ich haben gedacht, weißt du, da wir als hier in Domo allein sind, die Frauen sind drüben, wenn wir dann ins Bett gehen, das ist eine besondere Wärmflasche. Da kriegst du keine Kopfschmerzen, kannst nachts gut schlafen. Ne? Migräne haben wir dann auch keinen mehr. Nix, ne? Und dann riechen wir mal also mal drauf. Gell, riech doch mal, Tommy. Oh. Herrlich. Ah, das ist 30, 40 oder 50. Ich weiß nicht, 50% oder was er hat. Ja, gell? Mindestens. Ne? Und wenn wir den getrunken haben, dann haben wir keine Schlafschwierigkeiten mehr. Deswegen habe ich die Wärmflasche dabei. Und in Blau für Bübchen. So, das gute Stück. Das hat 1500 Kubik, 6 Zylinder, Kurzhube. Ja, und ist, ja, ist gedrosselt auf 100 PS. Gell? Und ist Baujahr 95. Das habe ich mir, wie gesagt, ja, es sind noch ein paar Teile dran gekommen. Zum Beispiel Winterbeißer, Faulenzer, wie man so schon sagt, alles Chromteile, dass das gute Stück etwas besser aussieht. Ne? Noch ein bisschen Holzmuster, dann habe ich mir extra geleistet, habe ich mal wieder ein paar Überstunden geschoben, aber ich konnte mir das Holzmuster leisten. Sieht schön aus, samt den Holzgriff. Ja, von den Gelder, ja, das hat sich mittlerweile auf, naja, wir wollen mal normal auf 40.000, das waren noch D-Mark-Zeiten, aufgeschoben oder aufgehoben, gell. Ja, es macht aber Spaß, die Sache anzubringen, es macht Spaß, die Maschine zu fahren. Ne? Ich sage immer, nur fliegen ist schöner. So, Tommy, das war dann mal wieder ein super Treffen. Ja, ne? Das Wetter war schön, die Sonne hat gescheint, der Durst war groß, der Hunger auch. Ne? Und ja, wir freuen uns natürlich wieder auf das nächste Jahr, 2012. Ne? Uns hat es wieder gefallen, ne, Tommy, was aber meinst du? Ne? War ein super Programm, hat uns gefallen. So, und jetzt gehen wir einen trinken. Jawohl. Ne? Auf, Tommy, bedien dich. Ja, bedien dich. Hoppa. Prost. Hast du was drin? Nein. Prost. Au. Und Prost, Herr Kameramann. 2012. Du, Alex, da kannst du auch noch hoch. Heiliger Strohsack. Herrlich, oder? Oh. Ei, ei, ei. Nahaufnahme noch zusammenhalten. Ist das voll? Da gucken wir mal, der leer ist. Ah ja, das. Hat es ihm leer gegeben? Das kann doch nicht neu gucken. Guck mal, ein volles. Warum das mit dem Schutzbech sauber halten noch? Ja, ja, gut. Was ist jetzt eins? Ah, sind alle leer. Na, da muss noch eins da jetzt, sein. Und ja, das, warte mal jetzt. Und ansonsten Goldwing fahren, also irgendwie. Und dann zusammenhalten, das Schutzbech sauber bis nächstes Jahr. Okay, da gehen wir näher drauf. Sind alle? Sekunde. Sind ah, ja. Alle leer? Ah, los doch. Los, ich mach wieder den Bett. Mach wieder runter. Ist gut. Egal, so. Wie war das nochmal? Wie war's nochmal? Abschließend ist jetzt nur noch zu sagen, schönes Treffen 2012. Können wir sagen, jedem, der hier rumsteht, gute Fahrt fürs nächste Jahr, halt das Schutzblech sauber und
Catch. Wir sehen uns wieder. Ja, und das werde ich auch tun, weil die Teile sind sehr teuer und da muss man schon aufpassen. Und man muss so eine Maschine auch mit Hirn fahren können. Ja, alles Gute, macht's gut. Und bis tschüss. Nächste Woche. Tschüss. Hallo, ich bin Tom vom Barker e.V. Barker, das ist die Abkürzung von Biker Against Childporn and Abused. Und wir sind angetreten, um was gegen Kinderpornografie und Missbrauch zu unternehmen. Wir sind angetreten, zum einen, um die Leute zu informieren, um auf das Thema aufmerksam zu machen und zum anderen, um Einrichtungen zu unterstützen, die sich halt um die Opfer kümmern. Denn leider ist es so, dass der Staat zwar jede Menge Gelder für die Täter rauswirft, die versorgt und unterbringt, aber die Opfer stehen immer grundsätzlich alleine da und die Einrichtungen, die sich darum kümmern, die sind selber leider auf Spendengelder angewiesen. Weitere Informationen über uns, was wir machen und wo unsere Spendengelder hingehen, findet ihr erstmal auf unserer Webseite www.barka.eu oder ihr könnt das Material auch direkt anfordern, indem ihr eine E-Mail schreibt an vorstand@barka.de. Ja, also wir waren eigentlich zufrieden mit unserem Treffen. Wir freuen uns auf 2012, das nächste Jahr, das nächste Treffen. Roland? Ja. Und ich wünsche euch eine schrottfreie Saison. So, und wenn ihr noch etwas mehr wissen wollt über Informationen, Goldwing-Treffen oder sonst was, oder über Goldwings, kann ich euch anbieten unter der Seite www.gwrra.de. Danke. Zahnräder ineinander greifen. Aus der Region für die Region. Werbung auf Maikl TV. Kontaktieren Sie uns anzeigen@maikl.tv.
Sehen und gesehen werden. Werbung auf Maikl TV.